Guten Morgen. 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 Guten Morgen. Ach du meine Güte. Guten Morgen! Ich sorge schon dafür. Ich wünsche guten Morgen. Wer ist Richter Adam? Nun, das bin ich hier. Was gibt's denn? Mein Herr, der Gerichtsrat Walter, soll ich melden, ist unterwegs zu euch. In Kürze trifft er ein. Wie bitte, in Kürze schon? Er wäre längst bei euch, doch an der Gucci ist ein Rat gebrochen. Und der Schmied braucht keine Zeit zum Notarieren. Ich schritt voraus, zum euch Bescheid zu geben. Hat sich der Walter lieber mal den Hals gebrochen? Wie? Der Gerichtsrat soll willkommen sein. Hier, bitte nach. Hier entlang. Schließen Sie bitte die Tür hinter sich. Danke. Endlich? Nein! Ich will nichts von dir hören, du jetzt! Du wirst dem Richter gleich genau das erzählen, was du mir gestern Abend erzählt hast. Los. Und ihr Vorgerichtsgesindel, werdet ihr büßen, dass der da meinen Krug zertrümmert hat? Setz dich hin. Wozu das Schimpfen, Marte? Wenn du recht bekommst, dann will ich den Krug dir voll ersetzen. Ha! Ersetzen, sagst du, Bäuerin Veit? Mir diesen Krug? Als ob das er schon zu ersetzen wäre! Im Zuchthaus soll dein Sohn hier dafür sitzen. Was denn? Es ist doch nicht der zerbrochene Krug, der euch wohnt, Frau Marte. Ist es nicht vielmehr die Hochzeit, die in die Brüche ging? Und ihr, jetzt hier vor Gericht zu flicken hofft! Dr. Hoffmann, vergebens mit eurer Tochter, die so schändlich mich betrog, hab ich seit gestern Nacht gar nichts mehr zu schaffen. Unerhört, abgefüllt! Eva, bitte lass mich. Hör mich an! Wozu denn? Ich weiß, woran ich mit dir bin. Du gehst zum Regiment und in den Krieg. Wer weiß, ob wir uns jemals wiedersehen. Ja und? Ich traue doch keinem Weibsstück nach, das jenem Mannesbild seine Kammer einfällt. Oh, weg von ihm! Der Kerl hat mit dem Krug auf unsere Erde erschlagen! Soll er nicht hier vor Gericht auch noch beschimpft werden? Jetzt benehmet euch! Frau Marte, benehmet und bezähmet euch jetzt. Silenzium für das Gericht! Also, ich klage also wegen dieses Krugs. Er ist ein Erbstück. Und fast unersetzlich. Nun seht ihn an. Die Bilder, die ihn zierten, sind zerstört. Hier. Genau da stand der Kaiser Karl. Jetzt seht ihr hier nur seine Beine noch. Dort in der Mitte stand der Erzbischof von Arras. Den hat der Teufel ganz geholt. Hier von den Adligen aus den Niederlanden seht ihr hier nur noch die Köpfe. Bauch und hier sind bloß die Füße noch zu sehen. Durch mehr als 100 Jahre ist dieses Erbstück heil geblieben. Und nun hat dieser Lümmel mir zerstört. Das ist genug, Herr Bruder. Das ist der Mann. Meine Güte. Als ich zum Lindengang kam, der zu Frau Martes Haus führt, da hörte ich das Gartentürchen knacken. Ich dachte, die Eva sei noch da. Und ich rannte, so schnell wie ich konnte. Plötzlich blieb ich stehen. Ich sah die Eva und ein anderer Kerl stand da bei ihr. Wie bitte? Du sahst sie? Ja, Herr Richter. Und das, obwohl es dunkel war? Herr Richter, die Eva, die erkenne ich doch immer an ihrem weißen Kragen. Ja, und den Kerl, den sah ich halt als Umriss nur. Und wer war's? Ich weiß es nicht. Aha! Dann ist es nur geschwätzt, aber kein Beweis. Da kann ich euch nicht folgen, Richter.
Euer Gnaden, wie wär's mit einer Pause? Ihr seht doch ermüdet aus. Ach, die Arbeit reißt mich nur nicht zu sehr. Entschuldigung. Ruprecht! Ruprecht! Fahr fort! Ich habe nachgedacht. Und ich könnte mir denken, wer bei der Hefe war. Dem Umriss nach, wenn recht ist bedenkt. Was du des Herrn mutest, interessiert mich nicht. So manches falsche Urteil kam vermutet nur zustande. Das reicht es mir. Ich will den Namen hören. Dem Umriss nach, euer Gnaden, wenn recht ist bedenkt, kann es eigentlich nur der Lebrecht gewesen sein. Der Schuster Lebrecht. Denn der macht der Eva schon lange schöne Augen. Der Schuster Lebrecht? Ja, Herr Richter. Ja! Der war's bestimmt! Ist das mein gewesen, Richter? Könnt ihr da so sicher sein? Nun, euer Gnaden, das ist ganz einfach. Der Lebrecht ist ein widerlicher Mensch. Und das wissen alle hier im Dorf. Aber was der Ruprecht da sagt, hat Hand und Fuß. Plötzlich, Richter. Hören wir doch zu! Erzähl uns, Freund, wie es weiterging. Ich lauerte ein Viertelstündchen. Dann verschwand ich. Sie zu zweit im Haus. Sagt Schreiber, gibt es jemand hier im Ort, der einen Klumpfuß hat? Da müsste ich kurz überlegen. Ja, euer Gnaden. Und wer? Vielleicht solltet ihr Richter Adam mal danach fragen. Nun, Richter? Ach, 10 Jahre bin ich jetzt hier im Dorf. Und so viel wie ich weiß, ist alles gerade gewachsen. Wollt ihr mich veralbern? Licht, sagt nun, wen ihr meint. Richter Adam? Was? Warum versteckt ihr denn eure Füße unterm Stuhl? Man könnte glatt meinen, ihr wärt diese Spur vielleicht gegangen. Was? Der Richter Adam? Was? Ich? Die Spur? Ja, bin ich denn der Teufel? Und ist das hier ein Pferdefuß? Richter, bitte! Den Schuft! Zerbrech ich alle Knochen und seinen Klumpfuß zweimal auf der Zunge! Sei euer Gnaden! Ich lasse mich nicht mehr sicher! Richter! Bei mir! Richter! Wie belog mich dieser Bösewicht! Mir sagte er, er könne ein Schreiben verfassen, das Ruprecht vom Ostindiendienst befreit. Und dieses Schreiben schlich er sich gestern Nacht zu mir. Als er den Preis für seine Gefälligkeit verlangte, verschlug es mir vor Schaum den Atem. Dieser Schurke! Es ist nichts geschehen, Ruprecht, denn als du kamst, sprang Adam aus dem Fenster. Und ich schwieg bis jetzt, weil ich dem Brief des Wüstlings glaubte und dich vor dem Tod bewahren wollte. Ach, Hilfe, wie schändlich habe ich dich doch beleidigt. Verzeih mir. Ja. Ja, verzeih. Verzeih auch mir, mein Kind. Ja, ja. Euer Gnaden. Der Adam läuft, als jagt ihn der Teufel. Nein. Rennt ihm nach, Richter. Richter, dass er sich um Kopf und Kragen rennt. Ich eile. Ihr guten Leute, ich empfehle mich. Vielen Dank, euer Gnaden. Euer Gnaden. Entschuldigung, wo finde ich denn in Utrecht die Regierung? Nein, wozu fragt ihr mich danach? Des Kroges wegen natürlich. So wie ich Richter Adam kenne, braucht ein Spruch des obersten Gerichts, dass er ihn endlich ersetzt. Ja, da könnt ihr recht haben. Ihr findet das Gericht am großen Markt und Gerichtstag ist am Dienstag und am Freitag. Ich danke euer Gnaden. Nächsten Dienstag bin ich dort. Die Verhandlung.